Hallo liebe Gartenfreunde und Hobbygärtner, in der heutigen Folge werde ich ein paar Sachen verlosen, unter anderem die Conrhizome dreimal hatte ich verlost, die Gewinner am Ende des Videos. Und auch Melonsaatgut dreimal hatte ich verlost und auch die Gewinner am Ende des Videos. Aber jetzt ernten wir erstmal noch die letzten Tomaten dieses Jahres. Hallo liebe Gartenfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir noch mal ein kleines Gartenvideo. Die Gartensaison ist fast vorbei, aber ihr seht im Hintergrund haben wir immer noch ein paar Tomaten zu hängen, die man eigentlich noch nehmen kann. Die Pflanzen hat es dahin gerafft, ja, aber die Tomaten kann man auch nehmen, ja. Das sind gar nicht mal so wenige. Und bevor jetzt der richtige Frost kommt, werden wir die noch mal abnehmen. Das sind bestimmt noch ein paar Kilos, die wir zusammenbekommen, und ich wünsche euch viel Spaß beim Video und los geht's. Am Ende des Videos übrigens die Verlosung der Conrhizome. Ja? Dreimal habe ich verlost, einmal weiß, zweimal rot. Da haben ja einige von euch mitgemacht. Dann gucken wir mal, wie viel Kilo Tomaten wir noch zusammenbekommen. Ich denke mal so 5 Kilo werden wir bestimmt schaffen. Ja, gucken wir uns nochmal eine schöne Tomatensoße draus. Ich denke, dafür ist das gut. Die letzten Tomaten jetzt hier. So, Chili gleich in, ja, die man noch nehmen kann, die vielleicht ein bisschen nachreifen. Und die, die jetzt schon wirklich ein bisschen beschädigt sind, ja, die können wir gleich verkochen. Ja, insgesamt bei Tomatenernte dieses Jahr richtig gut. Ich würde sagen, wir haben 4 bis 5 Blütenstände reif bekommen. Die müssen wir jetzt zum Beispiel auch gleich verarbeiten. Ihr seht, hier ist ein Riss und hier auch. Aber sonst ist die Tomate noch gut. Können wir auch mitnehmen. Hier noch eine kleine Ananastomate. Ja, die kalte Jahreszeit ist ja nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Aber gehört dazu. War noch gut. Die hier bestimmt auch noch. Jo. Hier sowas zum Beispiel, was jetzt noch gelb ist, aber schon anfängt auszureifen, kriegt man immer noch reif, ja, tatsächlich. Aber wenn jetzt hier eine Tomate da ist, hier, die so ausschaut, die noch nicht mal irgendwie ansatzweise gelb ist, die wird nicht mehr reif. Das sage ich euch, da könnt ihr lange, so lange warten, wie ihr wollt. Hier ist ja noch einiges dran, ne? Hier noch ein paar Ananastomaten. So, der Brokkoli kommt auch noch mal. Ich habe den ja im August gepflanzt. Ihr seht, ich habe hier nichts mehr drin gemacht. Ja, aber er kommt. Hätte ich nicht gedacht, dass er es schafft. Auch die Zucchini, die wir doch mal gemacht haben im August, hat einige Früchte bringen können. Ja, so 10 Stück bestimmt. Frischen Dill brauchen wir auch. Ihr wisst ja, ich fange zur Zeit viel Fisch. Brauchen wir mal Dill. Der hat sich auch überall ausgesamt. Nehmen wir auf jeden Fall was mit. Hier haben wir noch etliches an Kleintomaten hier, diese Wildtomaten. Ja, die kann man natürlich auch noch mitnehmen. Aubergine. Aber alles vorbei.
hier ist noch eine kleine. Ja. Dann nehmen wir uns noch ein paar Ästchen Salbei mit. Salbei ist ja super gegen Erkältungskrankheiten. Ja. Habe ich ja hier in Hülle und Fülle. Der Winterkohl haben wir auch noch in Hülle und Fülle. Wir haben hier Grünkohl, ein paar Pflänzchen, roten Grünkohl und Palmkohl. Jo. Auch der Rosenkohl kommt so langsam. Er braucht immer so lange, bis der irgendwann anfängt, Röschen auszubilden. Ne? Aber denk mal so, in einem Monat oder so, oder mitten im Winter kann man den ernten. Ja, mit der massig Röschen dran, obwohl wir den schon im Mai gepflanzt haben. Ja. Braucht halt ewig lange. Ja. So, ein paar Tomaten haben wir noch zusammenkratzen können. Ja, gute 4 Kilo würde ich sagen. Da kann man sich locker noch ein Süßchen rauskochen oder ein Süppchen. Ja. Ein paar Kräuter habe ich mir auch noch eingepackt hier. Ein bisschen Dill für meine Fische, die ich jetzt mal so zahlreich gefangen habe. Ja. Und ja, das Gartenjahr 2022 ist somit zu Ende. Jetzt kommt erstmal die Weihnachts- oder Vorweihnachtszeit und dann ist es ja schon wieder zu Ende. Dann kommen wir ins Jahr 2023 und müssen den Garten natürlich komplett wieder neu aufbauen. Im nächsten Jahr gibt es noch ein paar Neuerungen. Unter anderem habe ich hinten noch hier, also neben meinem Garten, neues Grundstück. Also da habe ich fast 2000 Quadratmeter nochmal extra Land. Es bedeutet mehr Arbeit, aber ich kann ein paar Kulturen auslagern, mehr Kartoffeln. Natürlich für die Selbstversorgung sehr wichtig, ja, und ja, es wird eine spannende Zeit. Auch ein großes Melonenfeld mache ich im nächsten Jahr, da freue ich mich schon drauf. Da kann ich Manfred mal zeigen, wie Melonenanbau funktioniert. Ja, so ist es nun mal. Natürlich wünsche ich euch jetzt viel Glück bei der Verlosung nochmal und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Ob nur um Wasser oder ein Jahresrückblick. Mal gucken, was ich noch für euch so zusammenschneiden kann. Ja, jetzt sage ich, ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Vorweihnachtszeit, die jetzt bald kommt. Bleibt mir bitte alle gesund und wir sehen uns schon bald wieder. Euer Gemüsekoch Martin, macht's gut. Lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Macht's gut, ciao. Der erste Gewinner der Rhizome von der Yacon ist die Nora Shaw. Schon öfters hat sie mir Geld gespendet und auch dieses Mal hat sie gewonnen. Ich glaube, du hast schon ein paar Mal bei meinen Verlosungen gewonnen. Schreib mir bitte deine Adresse per E-Mail. Der zweite Gewinner ist leider nicht die Britta. Britta hat jetzt schreiben müssen, ich möchte die Rhizome gewinnen. Aber danke für den netten Kommentar. Weiter geht's. Der zweite Gewinner ist der André Gierschner. Herzlichen Glückwunsch zu den Yacon-Rhizomen. Der dritte Gewinner ist der Gordon Griesmann. Auch herzlichen Glückwunsch und danke für deinen netten Kommentar. Wir machen weiter mit dem Melonsaatgut. André Mees, du hast leider nicht gewonnen, aber du hast mir Fotos geschickt von deinen Melonen. Die wollte ich ja in einem der nächsten Videos zeigen. Habe ich hiermit getan. Du hast wirklich tolle Melonen dieses Jahr hinbekommen. Aus Berlin. Liebe Grüße an der Stelle. Der erste Gewinner des Melonensaatguts ist die Christine. Schreib mir auch deine Adresse per E-Mail. E-Mail ist unten in der Videobeschreibung. Der nächste Gewinner ist die Doreen Pietzke. Auch herzlichen Glückwunsch zu dem Melonensaatgut von Manfred.
Und der dritte Gewinner, Gipfelbesteiger aktuell, auch du hast Melonsaatgut gewonnen. Ich wünsche euch alles Gute mit eurem Saatgut, beziehungsweise ja, Konrizom. Schickt mir die Adresse per E-Mail. Unten in der Videobeschreibung findet ihr, wie gesagt, diese E-Mail-Adresse. Und dann im Laufe der nächsten Wochen bekommt ihr dann ein Paket oder einen Brief mit dem Saatgut bzw. den Jakonrizom. Ich danke euch für die Teilnahme der Verlosung und alles Gute für euch. Bis bald. Ciao.